Yeah. Sie machen jetzt den Ballroom zum Ballroom mit einem Fußball in der Choreografie. Vorher schauen wir aber jetzt noch zurück ins Trainingslager, wo Sie am letzten Freitag ja erst in der Verlängerung den Aufstieg in die nächste Playoff-Runde geschafft haben. Frankie und Rosi. Das ist echt ein schieres Gefühl, da vorne stehen zu müssen bei den letzten Zweien. Ich nehme es immer so, wie es ist. Der Rosi, glaube ich, hat da ein bisschen mehr Nerven gezeigt. Natürlich, das ist ein klasse Gefühl, wenn man dann wirklich die nächste Runde noch schafft. Und das war echt mein größter Wunsch, also für den Frankie, dass er mal einen fetzigen Lateintanz tanzen darf. Cha-cha-cha ist lustig, aber muss man sehr konzentriert, weil viele kleine, enge, schnelle Schritte dabei sind. Naja, also ich merke schon, dass es sich ein bisschen schwer tut, die Schritte zu merken. Auf der Uni früher habe ich mir nicht so schwer getan, aber... Auf welcher Uni? Du warst nicht. Nein, ich bin immer vorbeigefahren mit dem Rau, weißt du? Ich bin ja nicht hier nur, um Schmäh zu machen. Ich bin aber auch hier nicht nur, um zu tanzen. Also das ist ungefähr 20 Sekunden, was wir jetzt haben. Ja, ich glaube, die ersten 20 Sekunden sind immer die besten. Das sagt meine Frau immer. Man hat den Ehrgeiz. Und das habe ich nicht geglaubt, dass ich beim Tanzen noch einmal mir den Ehrgeiz packt. Tja. Genau. Ja, diese muss man. Machen wir mal Gegenteil, was? Ja. Der Ehrgeiz packt den Frankie und der Frankie packt die Rosi. Paar 09 zeigt uns seinen Cha-Cha-Cha. Frankie Schinkels und Roswitha Wieland. Das hat bei der Probe immer funktioniert und heute nicht ganz so perfekt. Nein, das ist das Leben so. Aber es ist schwerer, als man denkt. Man denkt bei dir, ein Ball ist im Spiel und das funktioniert, aber wenn man dann noch die Musik hat und den Takt, dann wird es wahrscheinlich schwerer. Ja, früher hat es bei mir funktioniert, wenn der Ball nicht im Spiel war, beim Fußball. Aber jetzt hätte ich ihn gebraucht, ein bisschen höher, aber... Ist der signiert? Ja, alle Dancing Stars sind da drauf. Ja. Die Kollegen, und die möchte ich einer schenken, der sich wirklich gut auskennt. Beim Fußball und beim Tanzen. Ja. Und die Nicole kriegt natürlich den Ball. Danke. Aber ich muss sagen, keine Schleimerei, da sind all die Kollegen drauf. Gell? So von uns alle ist der Ball. Ist doch ein schönes Geschenk, oder? Und ein bisschen mehr Nicole, von mir. Toll. Könnte nichts Besseres kriegen. Aber allein beim Anblick haben ja schon viele ein Smile im Gesicht gehabt, wenn man dich so tanzen sieht in diesem Outfit. Wie fühlst du dich darin? Ja, so gefühle ich mich besser. Letzte Woche beim weißen Anzug wollten sie mir eine Strumpfhose verpassen und ich gesagt, puh. Vielleicht beim Banküberfall, aber jetzt nicht unter dem.
Nicole, bringt das Geschenk was oder braucht es das Geschenk gar nicht, damit du begeistert bist? Ich bin auch ohne Geschenk. Go, 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 Frankie, ich finde dich toll. Also in der Hüftregion, da hat sich ganz schön was getan. Also, ja. Es war eine coole Choreografie, Rosi, also wirklich toll. Und ich muss sagen, du hast wirklich Vollgas gegeben, du hast Freude dran gehabt, du hast, glaube ich, diesen Tanz richtig gern gehabt, das hat man gesehen. Du bist vielleicht nicht der beste Tänzer, aber ich finde dich toll. Dankeschön. Bolasch zappelt schon die ganze Zeit nach vorne, der will jetzt was sagen dazu. Ja. Nein, ich will, aber ich darf nicht, weil der Nicole neben mir hockt und sag ich mal, seit Anfang an ist die Nicole deine größte Fan. Das muss man schon so sagen. Ja, und mit dem Ball, glaube ich, hat sie Weihnachten und Geburtstage auf einmal erledigt. So, jetzt ist sie überglücklich, glaube ich. Ich glaube, er weiß einfach nicht, was sagen. Deshalb kommt ihm all den schmalen Zähnen, oder? Ja, ich weiß schon, was ich sagen will. Na, du bist wirklich eine männliche Erscheinung, auch was Körperstatur und auch was Tanzen anbelangt. Das finde ich sehr positiv, weil, sag ich mal, es wird bei uns Tänzer einiges immer so herumgeredet. Und, ach, was du nicht sagst. Aber du bist genau der Gegenteil. Du bist sehr stark, sehr maskulin und das ist gut. Und sage ich einmal, es sind viele Fußballer, die momentan auch mit dem Ball ein bisschen überfordert sein. Und du wagst es auch noch, neben dem Ball auch noch mit einer Dame gleichzeitig zu spielen. Das finde ich auf jeden Fall sehr tapfer. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Danke, Frankie und Rosi. Ja, da hat sich einiges getan in der Hüftregion, meinte Nicole. Falls Sie zu Hause sagen, ja, nicht nur die Nicole ist großer Fan, ich auch, dann anrufen. 09010 59 09 und 09 für das Paar 09, logisch. Ja, jo, yeah, 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 schnell, 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 schnell. Großartig. Ja, wir müssen ein bisschen Zeit einholen. Es gibt ja keine Nachspielzeiten bei uns, weil der Ballasch sehr lange Ausführungen gesagt hat, also jetzt hinter sich gebracht hat, uns natürlich Zeit weggenommen hat. Du spielst gern Fußball. Ein anderes Hobby sind Tätowierungen der dubiosen Art. Aber du hast ein neues Hobby zugelegt in Österreich, nämlich du analysierst nicht nur Fußball, auch Weinverkostung. Wein, ja, Weine. Ich habe schon dreimal die Ehre gehabt, ein Taufpate zu sein von einem Wein. Und das macht Spaß. Ja, die erste zwei, drei Monate habe ich natürlich noch nicht gewusst, rot oder weiß. Das ist das holländische Gen in dir. Ja. Na, aber, das, aber jetzt geht's schon, oder? Rot-weiß ist schon klar. In Österreich, Skifahren, Weinkultur, frische Luft, das musst du genießen. Und da habe ich mich reingefügt. Ja. Was ist dein Lieblingswein? Was sind deine Lieblingsweine? Ein Veltliner. Der Veltliner. Veltliner aus dem Traisental. Ich habe da einen guten Schiller, Hans, das ist ein guter Heiriger, da gekommen. Und gute Jause, Speckjause, genau. Herrlich. Und Uhudler, du stehst auf Uhudler? Ja, von deiner Region. Ja, Uhudler. Der heißt auch Heckenkescher. Ich habe einen mitgebracht für dich. Da ist er. Das ist ein sogenannter Schelwe. Da kommst du nämlich nicht ins Achtelfinale, da kannst du mit einem Viertel ins Finale kommen. wir haben da draußen ja einen herrlichen Weinkeller. Wir haben ja vier feine Jahrgänge jetzt da draußen sitzen. Wir haben einen gepflegten Wiener Grauburgunder, einen pfeffrigen Gewürztraminer aus Ungarn, eine edelsüße Bärenauslese aus der Schweiz und ein 1940er Eiswein aus Verkenner. Wie viele Falstaff-Punkte gibt es denn heute? Bolasch, bist du soweit? Dürfen wir dich um die Punkte bitten? Ja, 5. Ist ja gut, hallo. Nicole. Aber 7 ist besser. Absolut, Hannes. 6. Und Thomas. 7. Insgesamt 25 Punkte, die letzte Wertung der Jury für heute Abend. 25, oder? Super. Kannst du nichts sagen? Kann man nichts sagen. Da kann man die zweite Halbzeit gehen. Oder? Ich also, jetzt schnell umziehen für den gemeinsamen Tango. Ich muss schnell gehen.